Willkommen mal wieder zu einer Folge Neues von Zimmer 5000, heute am 28.07.2014. Ja, und wie ihr merkt an diesem Video, bin ich wieder da, Turtle AP ist natürlich auch wieder da und deswegen gibt es jetzt auch bald wieder Videos. Ja, da heute ein kleines Gewitter wieder war, ja klein, ja, im Gegensatz zu sonst ein eher kleineres Gewitter. Trotzdem konnte ich deswegen halt heute keinen Capture the Flag, den dritten Part von Capture the Flag 2 hochladen. Und ja, dann fange ich gleich mal an. Also die erste Neuigkeit, dass ich wieder da bin, ist abgehakt. So, wie ihr hier seht, ja, es gibt ein neues Kanalbild hier. Beziehungsweise auch ein neues Logo dadurch. Das doof ist, dass ein bisschen hier drüber hängt, aber das gucke ich nochmal, ob ich das ändere. Aber ich finde es jetzt nicht zu schlimm. Ja, wie man sehen kann, ist das mit so einer Leuchtschrift gemacht. Also, ja, Kamera, Blenden, bisschen länger machen oder mit einer Taschenlampe einfach gemalt. Und ich finde, das ist ein witziger Effekt und habe ich mir überlegt, ja, daraus könnte man das neue Kanalbild machen. Und das C aus dem Kanalbild ist auch gleichzeitig das Logo. Und, ja, das war die erste Neuigkeit, beziehungsweise die zweite. Natürlich jetzt ein neues Logo, neues Bild, erfordert natürlich auch ein neues Intro. Okay, erfordert nicht unbedingt eins, aber ich habe ein neues Intro gemacht, weil in dem Intro war ja noch das alte Bild drin. Deswegen habe ich jetzt auch das neue. Und, ja, dann schaut es euch mal an. So, ich hoffe, euch hat das Intro gefallen. Ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare unter das Video schreiben, wie euch dieses Intro gefallen hat. Also ist ja nicht groß anders, ne? Aber, ja. Und da könnt ihr mir auch schreiben, ob das jetzt unbedingt nötig war und so. So, dann möchte ich euch jetzt ein bisschen über aktuelle oder voraussichtliche Projekte bzw. den Status der Projekte informieren, wie halt heute am 28.07.2014 ist. Und ja, dann lade ich euch quasi ein, auf der Kanal-Homepage ein bisschen rumzuforschen. Also, Minecraft Games, das darunter zählt zum Beispiel das Golf, was ich mal hochgeladen habe, im Moment gar nicht, also quasi pausiert, im Moment kommt da nichts. Let's Play Minecraft ist weiterhin pausiert. Minecraft WVP kommt immer mal, wenn Raven, Turtle LP oder wer auch immer, oder ich Lust haben, oder wenn ich mal alleine ist es ein bisschen langweilig, deswegen eher mit anderen zusammen, wenn wir dann Lust haben. Ja, Let's Troll Together ist abgebrochen, wie ihr auch schon auf Turtle LPs Kanal wahrscheinlich gehört und gesehen habt. Das Let's Build Minecraft ist im Moment pausiert. Ich bin mir einfach im Moment Gedanken am Machen, wie ich es mache. Also, es wird auf jeden Fall weiterkommen. Ich habe nämlich schon öfters so ein bisschen gehört und so, dass es auch, also privat gehört, dass es einen Gefallen gefunden hat. Und deswegen werde ich es auch auf jeden Fall weitermachen. Adventure Map The Evil Doctor's Castle ist ja beendet. Genauso wie Capture the Flag. Und Capture the Flag 2 wird in den nächsten Tagen beendet. Genau. Gehen wir mal zurück zu den Projekten und schauen, was bei Specials kommt. Bei den Specials ist jetzt nichts Besonderes. Ja, hier ist das Videoprojekt als Special aufgelistet. Wann es kommt, ist noch nicht bekannt und darüber werde ich euch später noch in diesem Video informieren. So, sonstige Videos, ja. Da seht ihr halt, beendet sind halt Benjamin Blümchen, Operate Now Together, Homeship, Hope and Raven und Cubium. Abgebrochen sind New Super Mario Bros. Wii und der Polar Express. Das Videoprojekt, da kommen wir wie gesagt später zu. Tutorials, da sind diese beiden online, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Und, ja. Voraussichtliche Projekte. Ja, ich weiß es nicht, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Eigentlich bei den News hier. Achso, ja. Da gibt es noch nicht so viel zu sagen, weil wir
Also ich oder wir, ja gesagt, nicht wirklich was geplant haben bisher. Von daher, also zumindest auf meinem Kanal kommt erstmal nichts hoch. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Und von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ich sagen könnte, was noch kommen wird. Also was kommen wird auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon auch gesagt worden, Capture the Flag 3. Ja, aber sonst kommt nichts Bestimmtes. Dann werde ich weiter. Boah. Mal gucken, was so rauskommt, ne? Im Moment ist der Capture the Flag nur am Lauf. Da kommt vielleicht mal wieder ein PvP. Wie gesagt, alles, was so gelegentlich mal kommt. Oder vielleicht beginnt auch ein ganz neues Projekt. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind wir endlich bei dem Punkt Videoprojekt angelangt. Wenn ihr schon auf der Homepage wart hier von dem Kanal, wisst ihr, was das Videoprojekt ist. Ja, jetzt sind es drei Vögelchen im Hintergrund ab sofort. Deswegen kann es ein bisschen lauter werden, aber ich hoffe, es stört euch nicht. Joa, ich sehe es mittlerweile als Markenzeichen, weil es ist in jedem Video. So, zurück zum Videoprojekt. Also, ich lese das jetzt nicht vor, ihr könnt das ja selbst lesen, Pause machen oder halt auf die Homepage. Link steht in der Beschreibung. Genau. Das Videoprojekt ist halt dieses eine Projekt, ja, wo ich Videos, die ich früher mal gemacht habe, wie gesagt, also steht hier alles, ich habe auch früher schon Let's Plays, wo ich da so Szenen rausschneiden werde und wenn es gefällt, halt auch die kompletten Videos mit, also ein bisschen natürlich, weil, wie hier steht, die sind natürlich geschnitten, da dort Infos wie Name, Wohnort etc. zu hören sind. Ja, früher, als ich das privat gemacht habe, habe ich alles gesagt, Name und so. Das kommt jetzt ja nicht mehr. Deswegen wird das auch geschnitten, aber nur, wenn ihr das dann wollt. Aber es kommt erstmal in einem besonderen Video. So, ein paar Szenen, zu denen ich schon. Also, ich habe schon einige Szenen rausgesucht und. Ja, die kommen dann in einem Video raus. Auch Turtle EP war früher schon dabei. Ich lese irgendwie trotzdem alles vor, auch wenn es hier steht. So, ja, jetzt werde ich euch gleich, damit ich euch das vorstellen könnt, noch ein paar 1, 2, 3 Ausschnitte aus diesen früheren Videos zeigen, um euch nicht komplett das ganze Videoprojekt zu zeigen, weil das ist ja, besteht ja aus diesen Themen. Ja, und gleich geht's noch weiter mit den News. So, hier nochmal zurück auf dem Kanal. Wen es interessiert, nochmal so die aktuellen Daten halt. Im Moment sind es 28 Abonnenten. Das nächste Abonnentenschwäche ist ja bisher bei 50 Abonnenten geplant, aber ich überlege mir, ob das. Ich ziehe es vor auf 30 Abonnenten, weil ich meine, das ist ja schon sehr, 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 sehr viel. Finde ich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle nochmal Danke an alle Abonnenten. Und ja, wie man sieht, ich habe bisher auf dem Kanal 3756 Aufrufe und freue mich sehr über eure Aktivität hier auf dem Kanal. Und möchte euch nochmal hier auf die Diskussion hinweisen. Ja, hier sieht man schon das neue Logo. Und zwar, wenn ihr auf den Kanal geht, seht ihr halt hier, wie ich euch gezeigt habe, Diskussion. Und ja, da könnt ihr über den kompletten Kanal diskutieren. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch dort weiter kommentieren. Und ich werde da auch sehr gerne mitdiskutieren. Also, falls ihr Fragen habt oder so. Das ist neben meiner E-Mail-Adresse extra für diesen Kanal, der direkte Draht, ja, zu mir. Und das war's für diese Folge Neues von Zimmer 5000. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Es wird bestimmt lange Zeit brauchen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!